Ja, servus und hallo zurück zu einer weiteren Folge und ich muss gleich mal sagen, danke für das heftige Feedback auf die letzten zwei Videos. Die Kommentare waren einfach der Wahnsinn. Ich habe es leider im Montagsvideo zwar schon gesagt, aber ich habe nicht die ganzen Kommentare gelesen, ich habe nur die Benachrichtigungen gelesen, die ich bekommen habe und habe dann auch mal in die Kommentare geschaut. Es haben so viele Leute in die Kommentare geschrieben und auch beim gestrigen Video wieder, oder beim vorgestrigen, ich nehme es jetzt im Feedback auf, so unglaublich geil. Danke dafür auf jeden Fall. Ich habe keinen von euch vergessen, ich habe alle Kommentare angeschaut und ich habe mir alle Kommentare aufgeschrieben und wir werden jetzt alle noch einmal durchgehen und es wird heute ein Spiel geben. Also das auf jeden Fall, also dranbleiben, das kommt safe. Wir simulieren einfach nur mal, bis dort noch vor. Ihr seht schon, da Innsbruck ist unser Gegner und da schauen wir mal rein. Der Bur ist jetzt wirklich verkauft, der Typ ist weg. Also ja, kann man nichts machen. Für jeden, der neu dabei ist übrigens, die ganzen Folgen bisher, der Bur hat extrem stark gespielt, kann man sich anschauen, wenn ihr die Zeit und die Lust dazu habt. Ja. Da haben wir wieder, also Potenzial bis 66, da muss ich einmal so richtig los. Also, nein. Da haben wir Potenzial 94. Den nehmen wir mal mit auf jeden Fall. Und ansonsten, ich habe gesagt, nur die über 90, den Rest kaufen wir uns an bekannten Spielern quasi. Ja, werden weiter beobachtet, ist für mich okay. Die werden nicht besser werden. Pressekonferenz machen wir auch noch schnell. So, das heißt für euch jetzt, das könnte ein bisschen längere Folge werden heute. Also vielleicht gehen wir so Richtung 20 Minuten. Ich weiß es nicht genau, ich kann es nicht abschätzen. Aber jetzt gehen wir erst einmal rein. Und zwar, ich bedanke mich gleich mal bei jedem. Ihr habt mir aufgeschrieben, es waren so viele Leute. Also, der Wiener, Lucky Saki, Mr. X, ohne Name, Stanley, Teekanne, Hashtag, Hashtag und Gerhard Straßenbahn. Danke. Also das war einfach der Wahnsinn, hat mich mega gefreut, das Ganze zu lesen. Und ja, dann fangen wir gleich an mit den Sachen, die der Wiener geschrieben hat. Und zwar hast du, glaube ich, Kind Zombie gemeint. Weil du gesagt hast, du hast die verschrieben. Das müsste passen. Der ist da jetzt gerade bei Osasuna. Jo, den werden wir auf jeden Fall mal beobachten. Ich hoffe, dass wir genug Scouts haben, die unsere Spieler jetzt beobachten können, weil ansonsten... Naja, dann haben wir noch... Hat man denn so? So ist es. Ist er da schon 26? Also wir schauen uns einmal auf jeden Fall jeden an. Und Stürmer würde aber eher sagen, Stürmer haben wir schon extrem gute, also oh, was wir noch machen sollten ist, wenn wir den Typen halt haben, dass man vermerken, das ist natürlich blöd. Mach ihn auch schnell bei Kind Zombie, ist ja noch nichts verloren. Den beobachten wir natürlich auch noch, weil sonst verpassen wir den ja. Gut, dann geht's weiter mit Daniel Feuer. 29, damn, der ist alt. Ja, sogar Österreicher. Den kennt man natürlich, Kappa. Aber den beobachten wir und vermerken wir. Ich hoffe, dass sie alle ausgehen, das sind nämlich echt viele. Und dann haben wir wen, der mir extrem gefreut hat, Trent Alexander-Arnold. An den habe ich noch gar nicht gedacht. Aber ihr seht es ja schon. 36 Millionen Freigabesumme. Jo, was soll ich dazu sagen? Er ist jetzt beim BVB. Danke auf jeden Fall an Lucky Saki dafür. Aber er wird uns einfach zu teuer sein. Wir haben jetzt nicht einmal das Geld, um ihm die Freigabesumme zu zahlen. Es wäre total sick, den Typen im Verein zu haben. Er ist richtig heftig. Aber naja, ich glaube, es geht einfach nicht, leider. Das heißt, wir werden den erst einmal weglassen. Ich merke es mir aber auf jeden Fall. Also, falls wir mal genug Kohle haben, ist der auf jeden Fall ein heißer Kandidat, auf jeden Fall, würde ich mal sagen. Balon Berischer ist mir vorgeschlagen worden, ja, den zurückzuholen, wäre natürlich richtig geil, das ist natürlich richtig. Da kann mich noch erinnern, der war mal richtig stark bei Red Bull Salzburg. Dann Asta, ich hoffe es ist er, 19 Jahre Rechtsverteidiger, könnte cool werden, den werden wir mal beobachten. Also, es ist natürlich, wir müssen jetzt wieder ein paar Folgen warten, bis wir dann wirklich Ergebnisse kriegen. Ihr kennt es ja eh. Chaplin, auch von ohne Name, danke dafür. Dann mal wieder ein Stürmer. Also, wir müssen halt schauen, wenn der Stürmer halt echt stark ist, dann werden wir ihn halt nicht nehmen, weil wir haben halt echt starke Spieler. Und mit der Leihe von Keane, den müssen wir halt auf jeden Fall drinnen stehen lassen. Deswegen, ja. Marco, Federico Di Marco. Geben wir uns auch noch kurz. Linksverteidiger, das wäre sogar sehr interessant.
sowieso für Verteidiger ist es einfach, bin ich sehr offen. Also, da hätte ich richtig Bock drauf. Danke, Stanley, dafür. Das ist nämlich auch ziemlich nice. Aber wenn ich da gerade immer runterschaue, da habe ich nämlich meine Liste liegen. Die ganzen Sachen, weil das halt mir unmöglich merken können. Manuel Locatelli. Den hat uns der gute Teekanne macht den Tee geschrieben. Danke dafür. Ich hoffe, ihr seid irgendwann dann ab Mitte Februar mal bei meinen Streams dabei. Das wäre echt cool, mit euch einmal so ein bisschen zu chatten. Würde mir auf jeden Fall Spaß machen. Matt Clark. Und wenn ich so auf die Seite schaue, dann, einfach was gedacht. Dann ist es, weil ich sonst ein Mikro im Weg habe. Matt Clark, Innenverteidiger, sehr geil. Sehr, sehr geil. Das gefällt mir sehr gut. Der Beginn der Transferperiode wechselt zu New York City. Ja gut, das ist schlecht. Aber wir werden einmal schauen, was wir da noch machen können. Irgendwer hat geschrieben Bastian Meyer. Und zwar hat das der Hashtag geschrieben. Aber ich finde es gerade nur Oliver Batista Meyer. Vielleicht hast du ja den gemeint. Werden wir mal beobachten. Mittelfeld. Und für uns am wichtigsten ist Verteidigung. Eigentlich ist unser Team nämlich nicht einmal so schlecht. Und der letzte, Trevo Chalobah von Gerhard Straßenbahn. Richtig geiler Name übrigens, so by the way. Wieder Innenverteidiger, 20, 1,90 groß. Zeigt großes Potenzial in Transferzentrale vermerken. Also, das war jetzt einmal der Anfang von der Folge. Also, noch dranbleiben, es kommt noch das Spiel auf jeden Fall. Ihr seht schon, wir haben da jetzt da. Ja, einen ganz schönen Haufen Leute. Die zwei da oben, die werden wir jetzt erst einmal raushauen. Von Liste nehmen. Und zwar ganz einfach aus dem Grund. Ihr habt uns die ausgesucht. Und da ich von Anfang an der YouTuber sein wollte, der viel mit seiner Community zusammen macht, finde ich es auch richtig nice, wenn ich dann euren Wünschen nachgehe. Deswegen ist mir das extrem wichtig. Und jetzt starten wir rein gegen Wacker Innsbruck. Und wir können heute Meister werden. Wenn wir das Spiel heute gewinnen, sind wir Meister. Und das ist einmal sicher so ein Ziel, das nicht ganz verkehrt ist, würde ich mal sagen. Tore müssen wir jetzt machen gegen Wacker Innsbruck. Ich bin mega freuen. Und mir ist halt aufgefallen, dass meine Hand da ausschaut. Oh mein Gott, schaut die dünner aus. Das ist noch dünner als in echt. Die sind echt schon sehr dünn. Bin ich ein Lauch. Vielleicht mache ich mal ein Video, wo ein Lauch vor die Kamera setzt. Das wäre irgendwie echt witzig. Ja, ist ja egal jetzt. Jetzt geht's Heimspiel gegen Innsbruck und da müssen 3 Punkte her. Also 3 Punkte sind so viel Pflicht, waren 3 Punkte noch nie. Und wieder ist TT von Anfang drinnen. Ja, kann man versuchen. Geht natürlich nicht immer, wobei eigentlich geht ziemlich selten bis nie. Aber hey, vielleicht geht es jetzt einmal aus, dann schaut es geil aus, wenn der Ball drin ist. In der letzten Folge, also in der gestrigen Folge, haben wir ein richtig, richtig, richtig geiles Tor gemacht. Also wer das noch gesehen hat, auf jeden Fall vorbeischauen, das war so geil. Also das war so ein richtiges, wie ist der Ball jetzt reingegangen da? Und jetzt Davis. Und auf TT. Wenn der ankommen wäre, hätte wahrscheinlich nichts machen können, weil er einfach zu schwach ist. Aber wäre trotzdem geil gewesen. Wir werden übrigens in der nächsten Folge, weil ich es auch gelesen habe, ich habe jetzt vergessen, sorry. Aber so kann man es ein bisschen besser aufteilen. In der morgigen Folge werden wir mal ein paar Spieler verleihen und auf die Transferliste setzen und so weiter. Also mal schauen, what the fuck, was war das? Wenn wir mal ein bisschen schauen, dass wir mal ein bisschen Spieler loswerden wieder, weil unsere Bank ist ziemlich voll und unsere Reserve auch. Das stimmt, ihr seht das. Wir haben die meisten Tore bisher in der Liga. Und grünes Time-Finish. Das Ding ist drinnen. Easy going. Nice. Und so gehen wir in Richtung Meistertitel. Also Sache, auf was ich gerade vorher hinaus wollte, ist, wir haben die meisten Tore in der Liga und Innsbruck hat die wenigsten Tore in der Liga. Also eigentlich, da am Papier gibt es einen Favoriten und der ist nicht Innsbruck, so viel kann ich schon mal verraten. Und ich hoffe, dass wir unserer Favoritenrolle auch gerecht werden können. Und das war abseits, nice.
richtig wichtig. Und jetzt geht's da wieder weiter. Oh, schade. Schade, schade. Wir müssen jetzt halt nur schauen, dass wir das nicht wieder hergeben. Also wir haben jetzt eine 1-0-Führung, können uns ein bisschen zurücklehnen. Die werden nachher noch unsere stärkeren Spieler reinholen. Aber vorerst soll das Ganze mal ein bisschen chilliger ablaufen. Und jetzt auf... Oh, was ist das wohl den Goalie? Da spielt Sancho. Auf Richter. Schade. Ich muss es aber sagen, das war nicht Richter seine Schuld. Das war einfach ein richtig schlechter Pass. Und ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, falls wir bessere Verteidiger bekommen sollten, dann habe ich keine Abneigung dagegen, auch Ramalho zu verkaufen. Weil wenn es mir nicht täuscht, ist Ramalho jetzt einer der Jüngste und auch Onguene kann dann weg. Wenn wir einfach junge, gute Verteidiger bekommen, mit viel Potenzial und viel Stärke, dann ist das für mich absolut kein Problem, da ein bisschen was zu tauschen. Das war nicht gut. Und eigentlich wäre es jetzt bald einmal wichtig, so ein zweites Ding zu machen. Boah, der war schön gespielt. Wir dürfen auf keinen Fall ein Tor bekommen. Das war ein bisschen zu überhastet. Aber das war ein sehr schlechtes Zuspiel. Das ist wichtig, den können wir weitergeben. Es ist irgendwie, keine Ahnung, das ist mein größtes Problem in FIFA, ich komme durch die Abwehrreihen nicht. Es kann, ich kann probieren, was ich will, aber ich komme irgendwie nicht durch. Und? Ja. Das war auf jeden Fall schon einmal nicht so schlecht. Mattersburg. Das war mal ein kleiner Wachrüttler für uns wahrscheinlich. Aber ich hoffe, dass vor der Halbzeit nicht mehr viel was passieren wird. Hallo, kannst du dann abpfeifen? Achso, okay, sind einmal noch drüber. Ich habe gedacht, wir sind schon über der Zeit. Das sind wir jetzt. Und das war's mit der ersten Halbzeit. Wir führen 1-0. Wir werden jetzt in der Halbzeit ein bisschen wechseln. Okay, nichts, was mir jetzt überraschen würde. Wir werden ein bisschen wechseln. Tete kommt raus. Der macht Platz für der Neymar Dabur. Der soll noch einmal spielen. Der soll noch einmal spielen. Und Schlager kommt rein. Richter. Und auch Minamino soll noch einmal ran dürfen statt Keane. Es ist ja okay. Minamino wird ja bald für uns sowieso starten. Wenn Dabur weg ist. Dementsprechend. Könnten wir Minamino verkaufen können, dann werden wir Minamino auch verkaufen. Das soll es dann halt anders. Außer er beweist sich da jetzt extrem. Aber naja, kleiner Fun Fact am Rande, das hat er nicht gemacht. Der war schlecht, der war richtig schlecht. Ja, es war verdient. Es war ein wirklich schlechter Pass. Oh mein Gott, der war richtig bad. Ja, gut. Aber das macht nichts. Nichts, was wir nicht noch retten können. So zum Beispiel. Xaver Schlager. Oh mein Gott. Nice. Unser Joker. Er ist einfach unser Joker. Man kann sagen, was man will. Er liefert ab. Nice. Richtig nice. Amaseko fängt dann ab. Amino auf der Bur. Und der ist irgendwie schon bei uns im Team. Keine Ahnung, ich glaube, der hat keinen Bock mehr. Hat halt, glaube ich, absolut nicht damit gerechnet, dass er ausgewechselt, oder dass er verkauft wird. Aber naja, er ist anscheinend für Größeres bestimmt. Oh fuck. Schade, da wollte ich noch einmal Dabur kicken. Sieht so dann nicht ausgegangen, wie das gern gehabt hat.
und Torwart. Ist halt immer wichtig, dass ihr mit dem Torwart früh rausgeht. Ich habe noch vor, so ein kleines Tippvideo zu machen. Für FIFA. Ist zwar schon ein bisschen spät, aber ich muss das halt dann machen, wenn ich wirklich Zeit dafür habe. Wir hätten den Tabur nicht verkaufen dürfen. Na, so schlimm ist nicht. Das war mein Fehler. Mit grünem Time finde ich wäre drin gewesen. Jetzt aber nicht. Es fällt mir nur wichtig, jetzt noch ein Tor nachzulegen. Dann sind wir nämlich eigentlich fix Meister. Wobei, ich glaube, es kann sogar sein, dass wir schon Meister sind. Ich habe das nicht ganz mitbekommen beim letzten Mal. Aber wir machen es offiziell und gehen einfach davon aus, wenn wir das heute gewinnen, sind wir Meister. Upp, okay, der war schlecht geschossen. Und jetzt kann einfach Farkaster durchlaufen, ohne Bedrängnis. Fast ohne Bedrängnis. Man darf Sachen nicht aussprechen, weil genau dann passieren sie. Ihr kennt das sicher, das passiert ja im echten Leben ziemlich oft. Das war faul. Jo. Ja, auf jeden Fall. Drehen, also. Also, es wird nicht mehr gedreht, das Spiel, da bin ich mir ziemlich sicher. Das war wieder schlecht. Wahrscheinlich. Sorry. Hat mir weh gemutet. Aber niesen muss einmal sein. Oh, so, bin wieder da. Oh, gefährlich, gefährlich, gefährlich. Wer hat in der 80. Was ist denn jetzt los? Die Fans merken, er zieht ab. Warum geht der letzte Pass nicht durch? Hat er gerade, achso, okay. Ich war gerade ein bisschen verwirrt. Ich habe mir gedacht, unser Keen hat er gerade verteidigt. Aber das war ja zum Glück nicht so. Und pass. 2 Minuten gibt es oben drauf. Das heißt, in 2 Minuten haben sie noch Zeit, uns unser Leben zu verhauen. Da wird aber nichts mehr passieren. So ist es. Nice Sache, wir gewinnen 2:1 gegen Innsbruck. Und Austria Wien verliert gegen Altach. Okay, Hartberg hat gewonnen, nice. Und nächste Woche. Nein, nicht nächste Woche, nächste Mal geht weiter. Ja, Arsenal. Aber, viel Entwicklung. Keinen Fall fehlen am Ende. Die 5 Leute haben wir noch rein. Vielleicht schafft es Böhm. Also, wir nehmen Böhm jetzt raus. Ich hab Bock auf Böhm, ehrlich gesagt. Wir nehmen da eher. Wir könnten in einem Mino trainieren. Sag mal, Mergim Berischer. Wir könnten in einem Mino trainieren. War Bus. Ah, wir nehmen nicht Minamino. Tut mir leid, dass es gerade ein bisschen verwirrend ist. Wen es nicht interessiert, es geht nächstes Mal direkt nach dem weiter. Also kein Stress. Ist halt, wenn wir den Typen jetzt trainieren, fangen wir der richtig stark. Weil im Mittelfeld brauchen wir halt keinen mehr. Sancho Richter haben wir schon. Davis ist auch drinnen. Schlager könnte man noch ein bisschen hochpumpen. Nehmen wir Schlager dabei. Und empfohlen wird. Angriffsszenario Neuling. Alles simulieren. Sancho wird stärker, das ist wichtig. Ja. Dann würde ich sagen,
Was ist jetzt wirklich mit der letzten Folge? Sorry für das kleine Spielentwicklungsding noch am Ende. Wir sehen uns morgen. Bis dahin. Ciao.